Wenn es jetzt super duper ist, wenn diese Impfung super duper ist, warum wird BioNTech nicht in Indien verimpft? Warum wird BioNTech nicht in Indien verimpft? 1,4 Milliarden Versuchskaninchen und keiner kommt auf die Idee, dahin zu verkaufen. Warum nicht? Indien ist eine Demokratie. Indien ist im Vergleich zu Deutschland eine Demokratie. Ich bin gebürtiger Iraner. Iran ist im Vergleich zu Deutschland aktuell Demokratie. Ich gebe jetzt das Wort an Kai, der Kai wird sich am besten auf die... Wirst du das wirklich? Ich glaube, das ist unter deinem Niveau, Kai. Aber egal, das muss man, da muss man durch. So, ja, ich begrüße euch auch nochmal ganz herzlich. Danke sehr, Marc. Hört ihr mich? Ja. Super. Ja, ich war ja letzten Mittwoch leider nicht hier. Ich war im Urlaub. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich lese ja auch Zeitung. Das heißt, ich weiß genau, was hier passiert. Und ich weiß auch genau, warum ihr alle hier seid. Natürlich Protest aus Prinzip. Ich habe den Artikel gelesen, obwohl ich normalerweise die RNZ nicht mehr lese. Was ich positiv finde, ist, dass die RNZ uns nicht als pöbelnde Rechtsradikale diffamiert hat. Das ist ja immerhin schon was, das kann man schon fast neutral Berichterstattung nennen. Und die Autoren des Artikels haben sogar einige von euch zu Wort kommen lassen. Das finde ich auch nicht so verkehrt. Aber der Tenor des Artikels, ihr wisst es, der war eindeutig. Wir hätten doch eigentlich gar keinen Grund, uns aufzuregen und uns jede Woche wieder hier in der Schwanenteichanlage zu versammeln. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, haben wir ja gerade gehört, ist ein zahnloser Tiger, der nicht ein Gesetz, was nicht in Kraft tritt, was nicht durchgesetzt wird. Deshalb fragt die RNZ sogar, versagen die Behörden beim Schutz der vulnerablen Gruppen? Die Antwort der RNZ, nein. Denn hartes Durchgreifen hätte auch negative Effekte, weil wir ja im Gesundheitswesen einen Fachkräftemangel haben. Für mich heißt das, weil 5% der Mitarbeiter im Gesundheitssystem standhaft geblieben sind und sich nicht die Spritze haben aufzwingen lassen, kann die Politik heute nicht alles mit uns machen. Darauf können wir stolz sein. Im Artikel der RNZ kommt auch Gesundheitsdezernentin Kuss zu Wort. Sie erklärt uns, die Absicht der bereichsbezogenen Impfpflicht sei nicht gewesen, Betretungsverbote anzuordnen, sondern die Impfquote zu erhöhen. Ich finde, das ist eine sehr bemerkenswerte Aussage. Das wäre in etwa so, als würde ein Gewaltverbrecher sagen, ich will euch ja gar nicht verprügeln, ich drohe nur damit, damit ihr tut, was ich sage. Das ist die Form von Überzeugungsarbeit, die momentan die wir von unserer Regierung und unseren Behörden erwarten dürfen. Aber der Artikel, wie gesagt, lässt auch einige von euch zu Wort kommen. Das freut mich, das haben wir ja auch so gewollt. Eine Teilnehmerin hat zum Beispiel gesagt, sie habe sich freiwillig mit Covid infizieren lassen, um als Genesene weiterarbeiten zu können. Ich habe Verständnis für eine solche Haltung. Und die Dame hat es ja glücklicherweise auch überlebt. Die RNZ fragt nun, ob es da nicht einfacher gewesen wäre, die Impfung in Kauf zu nehmen. Liebe RNZ, warum sollte es denn einfacher sein, sich dreimal impfen zu lassen, bevor man sich mit Covid ansteckt? Die Autoren der RNZ lassen natürlich gar keinen Zweifel daran, dass unsere Argumente nicht wissenschaftlich sind. Wissenschaft macht ja heute allein das Robert-Koch-Institut. Deshalb zitieren die Autoren auch fleißig für ihre Argumente aus dem Wochenbericht des RKI. Ich will kurz ein paar auf diese Argumente eingehen. Wenn eine Impfung Infektionen oder die Übertragung des Virus verhindern würde, müsste man das doch eigentlich messen können. Was sagt das RKI dazu? Es gäbe bisher keine ausreichenden Daten, inwieweit die Impfung die Übertragungswahrscheinlichkeit nach einer Infektion reduziert. Warum gibt es die nicht? 1,5 Jahre nach Beginn der Impfkampagne. Hat die RNZ mal beim RKI nachgefragt, warum es diese Daten nicht gibt?
Ich habe bereits im August 2021 eine ganze Reihe von Studien gefunden, die zeigten, dass selbst während der Delta-Welle Infektionen und Übertragungen mit SARS-CoV-2 keine Seltenheit, sondern eher die Regel waren. Die Autoren der RNZ verweisen auf Haushaltsstudien aus Norwegen und Dänemark, in denen gibt es Hinweise, dass eine Impfung auch die Übertragbarkeit der Omikron-Variante ca. 5-20% reduziert. Ich kenne diese Studien. Es sind alles Studien, die nicht peer-reviewed sind, also nicht begutachtet wurden und bisher in keinem Journal veröffentlicht worden sind. Das muss nicht heißen, dass diese Studien schlecht sind, aber eine gewisse Vorsicht wäre angebracht. Ziel dieser Studien war es zu untersuchen, ob Omikron leichter übertragen werden kann als Delta. Und ja, tatsächlich so ist es. Aber es sind Haushaltsstudien. Hier werden Übertragungen in einem Haushalt, also zum Beispiel einer Familie, untersucht. In einem Haushalt herrschen völlig andere Kontaktbedingungen als zum Beispiel in einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim. Ein möglicher Schutzeffekt für vulnerable Gruppen lässt sich aus diesen Studien nicht ablesen. Und das RKI kann es ja offenbar auch nicht. Meine eigene Interpretation dieser Studien wäre ungefähr so: Wenn ein ungeimpfter Mensch nach einer Infektion 10 Menschen zu Hause ansteckt, steckt ein Geimpfter vielleicht 7-9 an. Vorausgesetzt, seine Impfung liegt nicht länger zurück als 3 Monate und es tauchen keine neuen Virusvarianten auf. Das soll die wissenschaftliche Grundlage sein für eine bereichsbezogene Impfpflicht. Kein Wissenschaftler, der ernst genommen werden will, kann heute noch behaupten, es gebe einen signifikanten Fremdschutz durch die Impfung. Ich empfehle den Autoren des RNZ-Artikels die Lektüre ein paar aktuellerer Studien, zum Beispiel einen Artikel von letzter Woche zu diesem Thema. Der ist übrigens peer-reviewed und publiziert bei Nature Medicine, einem der international angesehensten medizinischen Zeitschriften. In dieser Studie wurde kein Effekt von 2 oder 3 Impfdosen auf die Infektionswahrscheinlichkeit mit Omikron festgestellt. Ich empfehle den RNZ-Autoren auch die Lektüre der Wochenberichte des RKI bis Ende April. Bis dahin gab es nämlich noch wöchentliche Berichte zur Impfeffektivität. Und die haben gezeigt, dass die Inzidenz bei Ungeimpften und Geimpften seit Wochen vollkommen identisch ist. Erstaunlicherweise hat das RKI aufgehört, diese Daten in ihren Wochenberichten zu publizieren. Ich frage mich, warum. Und ich frage mich, wäre es nicht die Aufgabe von Journalisten, beim RKI nachzufragen, warum diese Berichte nicht mehr veröffentlicht werden? Stattdessen beschäftigen sich unsere Journalisten damit, die hohen Impfquoten von 95-97% im Gesundheitswesen zu feiern. Das sei ein Erfolg der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Aber die Impfquoten im Gesundheitswesen sind höher als in der Gesamtbevölkerung, weil die Mitarbeiter bedroht worden sind. Bedroht mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Das war eine Form von Gewaltandrohung durch den Staat. Welches Menschenbild haben Journalisten, die so eine Politik zum Erfolg erklären? Für sie sind wir offenbar keine freien Bürger mehr, die man überzeugen muss. Nein, wir sind unvernünftige Egoisten, die der Staat mit strenger Hand erziehen soll. In den Medien werden diejenigen diffamiert, die Zweifel haben und die sich deshalb den Zwangsmaßnahmen nicht beugen wollen. Aber wenn einer Zeitung Freiheit, Bürgerrechte und Demokratie wichtig wären, müsste sie sich für die Mitarbeiter in Gesundheitsberufen einsetzen, die zur Impfung gezwungen worden sind. Wenn wir die aktuellen Artikel in den Zeitungen uns anschauen, sieht es eigentlich so aus,
als würde die bereichsbezogene Impfpflicht nicht wirklich umgesetzt. Vorläufig, nicht für alle. Unser Gesundheitssystem würde die Durchsetzung nicht verkraften, heißt es. Aber lasst uns dieses Argument nicht übernehmen. Die bereichsbezogene Impfpflicht ist ein Skandal und muss weg. Unser Gesundheitssystem wird ohnehin zugrunde gerichtet, und zwar schon seit langem. Von Politikern. Von Politikern, die behaupten, sie würden uns entlasten und dann mal eben 3 Milliarden den Mineralölkonzernen in den Rachen werfen. Solche Politiker sind entweder verlogen oder gnadenlos inkompetent. Was hätte man alleine mit den 3 Milliarden, die uns der sogenannte Spritrabatt gekostet hätte, was hätte man damit für das Gesundheitssystem machen können? Das war unser Geld. Wenn es Herrn Lauterbach wirklich um den Schutz von vulnerablen Gruppen ginge, sollte er, statt Milliarden für neue Impfdosen einzusetzen, besser in die Versorgung von Patienten investieren. Wir protestieren nicht aus Prinzip. Wir haben Prinzipien. Wenn uns die Politik unsere Grundrechte aberkennen will, dann werden wir hellhörig. Wenn uns immer die gleichen Lösungen präsentiert werden, die nicht funktionieren, stellen wir kritische Fragen. Eigentlich war das mal die Aufgabe von Journalisten. Und jetzt machen wir das halt auch noch selbst. Ich wünsche uns allen einen schönen Spaziergang. Wir haben nachher noch einen ganz tollen Gastbeitrag von Anne, die extra aus Brackenheim hierher gekommen ist und die schon seit 80 Wochen jede Woche Demonstrationen in Brackenheim organisiert mit, wenn es wenig Leute sind, mit 300 Leuten, wenn es viele sind, sind es über 2000. Wir freuen uns sehr.